Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Crysis. Huch, da leckt es. In der letzten Aufnahme noch mit dem Window gewesen. Diese Aufnahme alleine. Und wir sollen ja jetzt zur Ausgrabungsstätte hinflüchten. Wenn ich ab und zu mal ein Liedchen summe, dann liegt es daran, dass ich gerade die Minecraft 180 gerade am Bearbeiten bin. Ja. Es wird eine witzige, lustige, abwechslungsreiche, Funny-Folge, sag ich mal so. Also, lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Schon mal ein Dankeschön an, KKB, Window, Junior und Toriontel, dass sie dabei waren. Ah ne, Window ja nicht. KKB, Toriontel, Tonten und Junior, so war das. Schade, dass der Window an dem Tag nicht dabei war. Hätte ich gerne mit da drinne gehabt. Aber naja. Wir laufen dann jetzt mal los. Da laufen wieder einige. Ich gehe mal im Tarnmodus. Ich dachte, wir hätten hier alles schon platt gemacht. Aber anscheinend ja doch nicht. So. Oh. War überhaupt nicht laut oder so. So, jetzt müssten sie eigentlich auf mich zukommen. So. Alter, wie schnell wird die Waffe heiß? Okay, das war jetzt nicht so schlau. Wir werden sterben. Wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben. So. Haben wir noch Granaten? Jawohl. Perfekt. Das war ein Treffer, der sich gewaschen hat, würde ich sagen. So, wir hatten ja eine längere Crysis-Pause. Liegt wiederum daran, dass ich viel arbeiten musste oder einfach keine Zeit hatte. Ach komm, wisst ihr was? So. Ja, ja. Ich glaube, das waren erst einmal nicht alle. Jetzt müssten es erst einmal alle gewesen sein. Aber noch nicht ganz, glaube ich. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz durch. Hier müssten noch irgendwo Leute rumlaufen. Deshalb, ich nehme jetzt nicht das Auto. Ich laufe jetzt einfach mal hier durch. Munitionsmäßig müsste es eigentlich noch alles voll sein, genau. Ja, wie gesagt, tut mir leid, dass ja im Moment unregelmäßige Uploads sind. Ich habe jetzt einen Uploadplan geplant. Habe ihn allerdings noch nicht fertig geschrieben. So, das war Nummer 1. Da. Das tust du ganz bestimmt nicht. So, da läuft der nächste los. Den holen wir uns natürlich auch noch. Ja, mach das mal. Ich gehe mal in Zeit, Tarnmodus. So, heute Abend wird dann auch nochmal schön Left 4 Dead aufgenommen. Da wird ja auch momentan sehr unregelmäßig hochgeladen. Na komm, fall um, du Drecksack. So. Wundert mich, dass sie mich noch nicht gesehen haben. Ich glaube, da hockt noch einer, ne? So, er ist auch tot. Da hinten sind die nächsten. Ihr findet mich nicht. Am Arsch findet ihr mich. Ja, macht das. So. Ich habe keine Ahnung, wie viele das hier sind. So. Dann gehen wir eben mal so voran. Machen wir es mal auf die Window Art. So, er dürfte nicht mehr da sein. Hier scheinen aber noch mehr zu sein. Tarnmodus. Da sind sie doch auch schon. Das ist mir egal, ob du mich findest. So.
Na komm. Kipp um. Widerstand ist zwecklos. Ah, fuck. Oder auch nicht. Ach, scheiße. Da hat er uns erwischt. Naja. So können wir schon mal nicht vorangehen. Das wissen wir jetzt. Gut, versuchen wir es nochmal. Maximales Tempo. So. Maximale Panzerung. Versuchen wir es einfach nochmal. Aber wie diesmal? Wir können ja nicht genauso vorgehen wie jetzt gerade. Wir könnten hier unten am Wasser längs laufen. Oder wir könnten einfach mal stürmen. So, von hier hinten zu treffen ist natürlich sehr schwer. So, was ich machen kann, ist so ein bisschen nach vorne laufen. So. Na komm. Ihr seht mich gar nicht. So. Sind schon mal drei weniger. Ich habe eine SMS gerade. Ja. Sei erstmal ein Mann. Tarnfeld aktiviert. Du. Hast mich vielleicht verloren, aber ich dich nicht. Aua. Maximale Panzerung. Wer greift denn hier gerade an? Ach, der da. So, tot. Tot. Und tarnen. Tarnfeld aktiviert. Hier hüpfen Frösche durch die Gegend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Feinde hier gerade rumlaufen. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Maximale Panzerung. Ich gehe jetzt nochmal hier in diesen Busch. Verstecke mich nochmals. Bis ich Feindkontakt habe. Und dann werden wir dem mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ja. Anscheinend nicht hier. Ich gehe wieder ins Wasser. Um ein wenig weiter in Deckung zu bleiben. Ich denke mal, hier unten fallen wir nicht so extrem auf. Maximale Panzerung. Ich höre weder welche, noch sehe ich welche. Ja. Ja. Left 4 Dead. Die Audioqualität war ja jetzt nicht der Hammer. Wird sich ab den nächsten Folgen ändern. Ich werde die ersten Folgen jetzt ein wenig länger schneiden. Damit wir da schnell durch sind mit der Qualität. Ich werde die ab heute, genau ab Tag, wo diese Aufnahme hochkommt, werden die Folgen bei Left 4 Dead auch länger. Werdet ihr schon sehen. So. Aber weg von Left 4 Dead und hin zu Crysis. Da hauen wir doch gleich mal die nächsten zwei um. Okay, aua, arg, verdammt. Das sind verdammt viele. Speed. Scheiße. Rüstung. Ich müsste mal mit der Schrotflinte ran. So. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Maximum Speed. So. Die kriegen uns nicht so schnell eingeholt. Auf jeden Fall sind sie jetzt auf uns aufmerksam. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich verstecke mich erstmal. So. Maximale Panzerung. Und wieder in den Tarnfeldmodus. Laufe zum nächsten Busch. Lass es wieder aufladen. Und mach wieder Tarnfeld. Laufe zum nächsten großen Busch. Versteck mich hier auch nochmal. Maximale Panzerung. Ein wenig taktisch vorgehen. Tarnfeld aktiviert. So, und hier müssten auch schon die ersten Feinde sein. Jawohl. So, da sehe ich welche und dort sehe ich welche. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich mich jetzt offen mache. So, mit der Pistole am besten mal. Maximale Panzerung. So, der hat einen Headshot erlebt. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. So, wieder ab in den Tarnfeld. Tarnfeld aktiviert. Hier sind sie parallel von uns.
Und hier vorne ist einer, der momentan eigentlich recht ungefährlich ist. Deshalb werden wir jetzt erstmal versuchen, dort drüben die Leute auszuschalten. Tarnfeld aktiviert. Am besten, nein, nicht mit der Panzerfaust. Am besten, wir stürmen sie. Oder wir gehen taktisch vor. So, fall um. So, komm. Ah, lauf, 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 lauf. Komm, komm, komm. Nimm die Panzerfaust. Quatsch. So. Bam. Das waren schon mal die beiden. Ich lade mal kurz nach. Und gehe im Tarnfeld dabei. Laufe, laufe, laufe. Da sind wieder einige. Da werfe ich doch glatt mal eine Granate hin. So, damit habe ich auch einige erwischt. So. So, er dürfte nicht mehr lachen. Und er hat eigentlich auch nichts mehr zu lachen, der hier gerade noch war. Wo ist er hingegangen? Tarnfeld aktiviert. Die sind bestimmt hier drinnen alle. Ah, nee, hier vorne hocken sie alle. Bam. Bam. Oh, der hat selber eine Schrotflinte. So. Damit haben wir das auch erledigt. Einmal nachladen. Das nehme ich mir auch nochmal mit gleich. Danke sehr. Danke sehr. Sehr freundlich von euch. Danke. Du hast auch nichts mehr für mich? Sehr schön. Gefällt mir. Oh, Splittergranaten. Schrot. Ein Scharfschützengewehr. Hat auf jeden Fall was hier in diesem Gebiet. Allerdings, ob ich die Schrot finde? Ja, komm, wir lassen die Schrot mal weg. Raketenwerfer, das heißt nichts Gutes. Ich habe aber noch einen vollen. So, dann werde ich erstmal ein wenig mit der Sniper. Ich kann ja mal kurz... Huch, nein, das war falsch. Welche Taste war denn das? Nein, so. Ah, machen wir es einfach mal so. Was haben wir denn da? Laservisier. Sturmvisier, Scharfschützenvisier. Ah, das ist schon in Ordnung so. Danke. Perfekt. Mal gucken, ob wir damit vielleicht irgendwie was umnieten können. Sonst gehen wir nochmal zurück und holen uns die Scharfschützengewehr wieder. Ich habe das Gefühl, wir hätten uns ein Auto mitnehmen sollen. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Oh, Kontrollpunkt erreicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sollten wir erstmal hier ausspähen. Und ein paar Leute niederjagen. Okay, ich glaube, der ist entkommen. Da höre ich doch schon einen Helikopter. Irgendwo. Wo genau, kann ich jetzt nicht sagen. Ich gehe mal kurz das Gebiet hier ausspähen. Liegt da ein Toter oder ein Verletzter? Ein Verletzter, würde ich eher sagen. Da liegen Waffen. Sonst sehe ich jetzt hier gerade... Ah, doch, da vorne lief doch gerade einer. So. Headshot. Energiekritisch. Na komm. So, er dürfte jetzt auch kein Problem mehr sein. So, mal gucken. Da hockt der Nächste. Da hockte der Nächste. Na komm. Alter, wie schlecht ich bin. Ich bin wirklich kein Sniper-Schütze. Da kommt auch schon der Helikopter. Komm, den hauen wir uns auch nochmal weg. So. Bleib stehen, du Mistviech. Komm, hier, hier bin ich, hier bin ich. Hier bin ich. Ja, komm. Ja, Mann. Jawohl, das war Nummer 1. Da kommt Nummer 2. Ich glaube, das war's. Ich glaube, den haben wir. Ja, Mann. Das war wunderbar. Schön über die Siedlung explodieren lassen. Wir können ja jetzt einmal ein wenig da so Randale machen. Dann können wir uns da nochmal schnell ein paar neue holen. Ich glaube nämlich nicht, dass das alle waren.
Zumindest nicht alles, was an Helikopter hier war. Für die Sniper können wir das Scharfschützengewehr nochmal hier liegen lassen. Quatsch. Für die... Na, ihr wisst schon. So, und weiter geht's, meine Freunde. Kann sein, dass ich ein wenig rauchig klinge. Ich habe mich so leichten Husten. Ohne so leichten. Wo waren jetzt die Siedlungen? Dort hinten. Alles klar, das geht bis da hinten hin. Okay, dann spähen wir das alles auch noch mal ein bisschen aus hier. Aber so wie es scheint, haben wir das Gröbste schon weggehauen hier. Ich will aber nichts am... Ich will jetzt aber nichts an die Wand hängen. Denn genau sagen kann ich es nicht. Und wir sind hier mitten in dem Dreckswasser. Das sieht auch sehr schön aus da. So, und dann gehen wir auch gleich mal im Tarnfeld hier weiter. Ja, es sieht ja echt genial aus hier alles, ne? Also mir gefällt die Grafik von Crysis. Das kann ich immer wieder sagen. Gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Energiekritisch. So, mal gucken, ob das wirklich alle waren hier. Anscheinend schon. Wir sind jetzt inmitten dieser kleinen Siedlung. Und haben nichts, was jetzt irgendwie auffällig auf uns wird. Dann gucken wir uns doch hier mal ein bisschen um. Sammeln auch gleich mal ein wenig Munition wieder ein. Und mal gucken, was wir hier noch so kriegen. Natürlich gehen wir auch die Häuser durch. Ich habe es ja selber Ewigkeiten nicht mehr gespielt, also ich weiß nicht mehr, wo ich was finde. Aua. Au. Also irgendwie mache ich hier gerade das Haus kaputt. Nur mit meiner Anwesenheit. Also Freunde, überlegt euch das, dass ich bei euch irgendwie mal zu Hause chillen soll oder so. Ich mache sowieso nur alles kaputt. Mit meiner Anwesenheit. Nicht wegen mir, sondern wegen meiner Anwesenheit. Ah, ich glaube, der Helikopter hat auch einiges hier platt gemacht. Ah, hier ist sogar noch ein Raketenwerfer. Ich glaube, hier kommt noch ordentlich was auf uns zu. Ich weiß jetzt nicht, sollen wir zu Fuß weitergehen oder sollen wir mit dem Boot weiterfahren? Ich hätte ja Lust, mit dem Boot ein bisschen hier rum zu cruisen durch den Dschungel. Sieht auch sehr schön aus. Hammer. Einfach nur schön. Auch wenn das Wasser nicht das Schönste ist. Trotzdem sieht es einfach nur genial aus. So. Naja, Crynet-System. Dann fahren wir mal ein wenig mit dem Boot. Die Lenkung ist ein bisschen tricky, weil, wie gesagt, es schaukelt doch sehr. Ah. Und weiter kommen wir hier auch mit dem Boot nicht. So. Also weiter als bis hier kommen wir mit dem Boot nicht. Jetzt müssen wir durch den Dschungel tappen. Und hier sind auch schon die ersten Leute. Da gehen wir doch gleich mal im Tarnfeldmodus. Und machen den berühmten Hitman aus Left 4 Dead von Taunton nach.